Ich habe hier gerade das Programm des deutsch-georgischen Jahres bekommen. Eine Mischung aus einerseits großen, repräsentativen Tanz- und Theater- und Musikprogrammen, andererseits vielen kleinen Projekten, die so aus einem Open Call der Botschaft hervorgegangen sind und die sich ganz spezifisch und ganz konkret mit der gemeinsamen langen deutsch-georgischen Kulturgeschichte befassen. Mit den deutschen Tanten, die aus Kasachstan zurückgekehrt waren und Georgierinnen und Georgiern Deutsch beigebracht haben. Einem Spielplatz in Bolnissi. Viele kleine Projekte, die aber sehr liebevoll ausgedacht sind von verschiedenen Akteuren der kulturellen Zivilgesellschaft.